Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Lieben, mein Name ist Urs Weghoff, ich bin der Medi-Urs und heute müssen wir uns mal über dieses kleine schleimige Scheißerchen unterhalten. Das ist das Combat Application Tourniquet, siebte Generation, in taktisch uncool Orange. Und darum geht's heute. Habt ihr Bock? Los geht's. Meine Damen und Herren, ich habe schon viele Videos zu Tourniquets aller Art gebracht. Ich habe auch zwischendurch das hier ab und zu mal so am Rande beklatscht und besungen. Aber so richtig ein Video dazu habe ich eigentlich nie gehabt. Was ist das denn jetzt? Das hier ist eins der modernsten Abbindesysteme, die im Moment für legales Geld auf dem Markt zu kriegen ist. Und das ist auch eins der effizientesten. Dass das so effizient ist, hat einen guten Grund, denn das hier kommt eigentlich aus dem militärischen Bereich, ist in Bereichen von Militär- und Polizeivollzug meistens in freundlich dezentem, lebensbejahendem Mitternacht schwarz. Diese Farbgebung hat aber im zivilen Setting das ein oder andere an Nachteil und auch dazu komme ich gleich noch. Bei dem CAT Generation 7 handelt es sich um Nylon-Gurtband und zwar haben wir hier so eine wunderschöne Schlaufe. Da ist das Ganze geklettet. Also hier haben wir Haken-Flauschband auf der Seite. Haben hier handelsüblich einen Knebel, den wir nachher auch noch fleißig und inbrünstig nutzen werden. Und haben hier ein weißes Fähnchen, was dann irgendwann zum Schulz hier rüberkommt. Da steht Thieme drauf. Das hat nichts mit dem gleichnamigen Buchverlag für Feuerwehr- und Rettungsdienst-Literatur zu tun, sondern bedeutet, dass da zumindest von der Theorie her die Zeit draufgeschrieben werden soll, wann abgebunden wird. Ich komme noch drauf. Ist für Extremitäten, für Arme, für Beine, möglichst körperstammnah. Es gibt da aber auch noch eine Besonderheit, eine Neuerung in der Anlage des Tourniquets, aber dazu komme ich gleich. Die Idee mit dieser Orangenfarbe fürs zivile Setting haben wir im Grunde aus zwei Richtungen gekriegt. Einmal ein Training für eine Notaufnahme, die tatsächlich willens war zu wissen, ob sie für einen Massenanfall verletzter gerüstet war. Es kam, was kommen musste, nämlich ein Patient mit Rettungswagen. Dieser Patient hat ein Tourniquet angelegt gekriegt und dieses Tourniquet ist völlig untergegangen. Wenn das hier in so einer Übergabe untergeht oder nicht gesehen wird, viel Glück, dann ist schon erheblich mehr im Vorfeld schiefgelaufen. Wir nehmen mal an, ich entsafte hier über die Arteria radialis, über die Handgelenkarterie. Werfe mir das gute Stück über den Oberarm, ziehe das Ganze schon möglichst fest mit dem Hakenflauschband. Ich fädel es hier jetzt noch nicht durch diese Haltespangen durch. Was ich hier jetzt mache ist, ich drehe ihn und drehe und drehe ihn. Jetzt fädel ich hier den Rest durch, Fähnchen drüber. Zu der Zeit komme ich gleich noch. Ihr habt gesehen, Leute, das Ganze muss im Training mindestens einmal wirklich wehtun. Das sieht dann danach. Hier haben wir den Rallye-Streifen und das hier wird morgen wahrscheinlich blau werden. Das ist gut und richtig so und das gehört genauso, denn wenn ihr nicht trainiert wie im scharfen Einsatz, werdet ihr, und das ist wissenschaftlich belegt aus dem militärischen Bereich, in einer scharfen Anlage im scharfen Einsatz verkacken. Das ist kein Witz, das ist eine Tatsache. Dieses weiße Fähnchen hier ist dazu da, um von der Theorie her die Uhrzeit zu notieren. Ich empfehle sehr, sehr dringend, mit einem wasserfesten Stift die Uhrzeit auf diesem Schmierzettel in dieser Höhe zu notieren. Warum? Das hier geht schnell mal unter, beziehungsweise dieses Zettelchen geht schnell mal unter. Wenn Pflege, Rettung oder so an mir dran ist und die sehen hier eine Uhrzeit, sollten die eigentlich wissen, was los ist und wo der fachliche Frosch gerade beliebt, die Locken zu haben.
So haben wir das gute Stück wieder zusammengepackt. Wie so ein Tourniquet nach dem Üben zusammengelegt wird, gebe ich euch hier. Ein weiteres Setting, woraus resultiert, dass wir auf Orange umgeschwenkt sind, ist die Jägerei. Jetzt denkt der eine oder andere, warte mal, Jäger, das waren doch die in Olivgrün oder in Tarnfarben und Peng Peng und Bambi aus dem Leben und sowas alles. Bedingt, sehr bedingt. Aus der Fraktion kam halt der Hinweis, dass die ihr Notfallequipment, und das hier sind wir uns hoffentlich einig drüber, ist Notfallequipment, dass die es selbst in schlechten Lichtverhältnissen, also beim Ansitz auf der Jagd, sofort unfallfrei finden können müssen. Da ist die Farbgebung überlebenswichtig. Auch die Damen und Herren der Polizei in der Beschaffung schwenken hier teilweise drauf um. Für das zivile Setting bzw. für die Übergabe im Krankenhaus. Wenn das hier von der Farbgebung her irgendwo in der Übergabe untergeht, sind viele, viele Dinge im Vorfeld falsch gelaufen. Warum dieser Schmierzettel anstelle von dem Schmierzettel? Wenn dieser Schmierzettel zu einem anderen Zeitpunkt als Tourniquet und Arm oder Bein dazu im Krankenhaus ankommen, dann ist das mit dem Tourniquet des Patienten geringstes Problem. Sind wir uns einig? Muss es unbedingt das CAT sein, wenn ihr euch sowas beschafft? Leute, müssen muss es gar nichts. Denn ihr müsst damit umgehen können. Ich weiß, wie das geht. Ich weiß aber auch, wie ich sowas mit einem Dreiecktuch improvisiere. Und ja, ich mache das und ja, wir bilden es auch aus. Alles weitere dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das machen wir nicht nur zum Spaß. Hiermit geht es einfacher als mit einem Dreiecktuch. Das Dreiecktuch musst du noch mehr üben als das hier. Und auch das hier solltest du üben. Das heißt, wenn du es dir kaufst, solltest du dir umgehend dieses gute Stück aus der Originalverpackung rausholen. Die sieht nämlich dann so aus, so eine Folie, eine sehr feste Folie. Und die werdet ihr mit blutverschmierten Händen in Extremsituationen nicht aufkriegen. Das hier ist, wie es so schön heißt, ready for rock'n'roll. Wenn wir eine Verletzung am Fuß oder am Unterschenkel haben, sieht die Situation ein bisschen anders aus. Da geht ihr bitte nicht her und schmeißt diesen Ring wie so ein Lasso über den Fuß. Was ihr dann macht, da kommen wir jetzt zu. Wir nehmen für den kurzen Moment des Schreckens an, ich sitze wirklich am Boden. Ich habe hier unter der Kniekehle ein kleines bisschen Luft, grundsätzlich, auch wenn ich wirklich am Boden sitze. Jetzt macht ihr dieses Tourniquet auf, schlauft das Ganze hier in der Kniekehle durch, schlauft es hier wieder durch die Öse, zieht es körperstammnah. Und jetzt wird das übliche Spiel betrieben. Jetzt drehen wir wieder und drehen. Und drehen. Und drehen. Und auch hier wieder. Es muss im Training mindestens einmal wirklich ernsthaft wehtun. Wenn es im Training nicht wehtut, werdet ihr es im scharfen Einsatz machen wie im Training, nämlich falsch. So, Gemeinde, ich sprach von einer Besonderheit in der Tourniquet-Anlage, in der neuesten Variante. Ich habe mich dazu schon mal in einem anderen Video ausgekaspert, aber aus Gründen der Fairness tue ich es gleich hier nochmal. Wir können das Tourniquet auch am Unterarm bzw. am Unterschenkel anlegen. Voraussetzung dafür ist, Hand ab oder hier so starke Frakturen, also Brüche, dass wir hier zwischen den Knochen Bewegung drin haben. Wenn das der Fall ist, eine Handbreit unter dem letzten Gelenk, eine Handbreit über der Verletzung, wäre hier etwa mittleres Mittelfeld. Dasselbe gilt für den ehrenwerten Unterschenkel. Das hat ganz einfach den Hintergrund, dass es, wenn es dann tatsächlich zu einer prothetischen Versorgung kommt, dass der Chirurg, der Unfallchirurg des Vertrauens, dann mehr besseres und anderes Material für die Stummversorgung bzw. für eine weitere prothetische Versorgung hat. Wie gesagt, funktioniert nur, wenn Hand oder Fuß ab- oder hochgradig frakturiert, dass hier
am Unterschenkel oder am Unterarm, je nachdem, wo es dann gerade passiert ist, tatsächlich Bewegung drin habt. Denn sonst werdet ihr diese Gefäße im heilen Zustand nicht komprimiert kriegen. Kennings, wenn ihr noch irgendwelche Fragen, Sorgen, Anregungen, Nöte habt, haut's unten in die Videokommentare. Mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Passt auf euch auf, macht keinen Blödsinn oder nicht mehr als sonst. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks.